Was für ein geiles Event! Das geilste Event aller Zeiten! Nein, 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 nein. Natürlich nicht, Leute. Wir sind ein sehr seriöser, ernsthafter Kanal. Hier werden keine Späße gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Event live miterleben können, so wie wir es live miterlebt haben. Kurzes Fazit, dazu werdet ihr am Ende vom Video heute bekommen und dazwischen seht ihr, wie eigentlich 32 völlig bescheuerte Menschen versucht haben, einen Zug in die Luft zu jagen. Das Event an sich, wenn ihr schon mal ein kleines Fazit so haben wollt, das Event an sich war eine 5 von 10. Würden wir Besseres gewohnt sein, wäre es wohl eine 3 von 10. Nachdem wir aber schon ein Event hatten, wo wir zweimal die gleiche Raketenanimation hatten und zweimal 4,5 Stunden in der Warteschlange waren, und Activision ja der Auffassung ist, dass deren Events genauso gut sind wie die von Epic Games und Fortnite, das muss man denen ja lassen, bin ich gar nicht so enttäuscht gewesen. Der Teaser bzw. Trailer zu Vanguard, muss man dazu sagen, war wieder mal gut. Das ist so eine 7,5 von 10 gewesen. Ein paar Sachen, die cool waren, ganz wichtig für mein Ego. Es gab ja ein paar, die gesagt haben, ach komm, das was du da erzählt hast, du hast gar kein Gameplay gesehen, das ist alles falsch. Also ich habe das Anlehnen gesehen, ich habe gesehen, wie die Charaktere im Flugzeug mit ihren Secondary-Waffen spielen, ich habe die Panzer gesehen aus dem Kriegsmodus, ich habe eigentlich alles gesehen, was ich euch auch schon gesagt habe. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht gesehen habe, waren die Panzer. Und die Panzer sollen ja in diesem Kriegsmodus, wo es 4 neue Karten zum Release gibt, dabei sein. Und da müssen wir gucken, was da noch kommt. Ihr bekommt, Leute, also kleine Genugtuung für mich, vielen Dank, dass ihr daran geglaubt habt, dass ich euch da die Wahrheit erzählt habe. Ich habe auch einen Streamer gesehen, der ist ausgerastet, weil er dieses Video nicht gesehen hat und ich kann ja nichts dafür. Ich habe ja niemanden dafür bezahlt. Ich durfte es mir angucken und habe euch erzählt, was ich gesehen habe. Also lüncht mich dafür nicht. Anlehnen, all diese Themen, all das werden wir morgen in dem Video besprechen. Das heißt, an der Stelle gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt werdet ihr aber erstmal das Event nochmal sehen können, unsere Live-Reactions dazu. Und das ganz, ganz Wichtige jetzt auch für euch, Leute. Morgen und übermorgen werde ich euch über die kommende Alpha informieren, über die kommenden Gerüchte. Das ist neue Vanguard. Viele Stimmen sagen, dass aktuell Spielstil ähnlich wie Call of Duty Modern Warfare 2019 sein soll. Also eher taktisch, eher etwas langsam, eher etwas Noob-freundlicher, sagen wir mal vorsichtig. Und ich werde euch darüber informieren, wie könnt ihr die Alpha spielen, was braucht ihr dafür. Ihr braucht dafür nicht viel Geld ausgeben und fallt nicht auf diese Videos rein, wo steht, ihr müsst es bei der PlayStation vorbestellen, dann müsst ihr in eure E-Mail-Accounts gehen, das ist Schwachsinn. Also, ihr kriegt die ganzen Infos, Leute. Heute solltet ihr erstmal mit dem Event nochmal Spaß haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich jetzt ganz kurz das noch sagen muss, ich weiß nicht, ob dieses Jahr gut wird. Es gibt viele Infos, die jetzt nach dem Trailer, nach dem Event dazu kamen. Es sind viele Fragen aufgetaucht. Ich weiß immer noch nicht, warum wir plötzlich in Verdansk Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg haben. Ich weiß auch noch nicht so ganz, warum plötzlich ein Zug angegriffen wird. Es gibt ganz viele Fragen, Leute. Vielleicht finden wir in diesem Video ja schon Antworten. Ansonsten, wir sehen uns morgen. Haut rein. Das landen 100 Leute auf dem Zug. Das erscheint mir in erster Linie selbst für COD-Spieler zu einfach. Das erscheint mir ein bisschen zu stabil für die COD-Server. Digga. Du wirst so ein Ding nehmen, Alter. Straßensperre, Abfahrt. Hab ich? Warte. Guck mal, die kommen alle mit auf. Oh, es geht los. Boah! Guck mal, das Kreuz auf den Tisch. Jungs, nimmt euch so viele Autos wie möglich. Alle vor die Tunnel. Er kommt! Oh, der kommt! Ein bisschen weiter weg. Scheiße. Also das ist zumindest das erste Mal, dass wirklich alle zusammenspielen. Hatten wir so noch nicht. Wie viel Leben hat denn dieses Ding eigentlich? Oh, ich hab einen Raketenwerfer. Bring mich mal näher ran. Bring mich näher ran. Okay, jetzt sind wir drei. Digga. Macht das Ding überhaupt? Also, macht hier irgendeiner. Ein bisschen zickzack fahren, sonst kriegen wir Hits. Ich hab auch keine Muni mehr. Er steht. Ich hau ihn. Ich hau den Zug einfach.
Ich mach wie bei Too Fast Too Furious. Wie bei Too Fast Too Furious. Okay, klappt nicht. Und los. Oh, ich komm. No. Oh, shit. Oh. Ey, könnte Warzone nicht immer genau das sein? Ich wäre der Beste. Massenkrieg, oder wie? Ja, Digga, ich habe in Dark Matter so viel gelernt mit dem Raketenwerfer. Digga. Wie kann der Zug nicht treffen, wenn ich auf dem Bauch stehe, sagt mir. Junge, oh, Alter. Alter, dieses Ding. Der Zug feuert... Och, leck mich doch am Arsch. Dicker! Wahnsinn, Digga. Wahnsinn. Sag mal, wie viel schluckt denn dieses Ding? Imagine, dass ein Zug einfach das aushält. Der Zug geht ja alles auch aus, Gold. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, ich hab einen Waggon zerstört. Ich bin der beste Spieler der Welt. Letzte Lokomotive. Oh ja, Digga. Digga, wisst ihr, wie das aussieht, Jungs? Wie bei Krieg der Welten. Yes! Digga, was passiert hier? Ja, guck mal an, wie ich sliden kann, Leute. Das hier ist die offizielle Warnung für Epileptiker. Ja. Scheiß SBMM-Zug. Jetzt hat die Schnauze voll. Jetzt fährt er einfach weg und sagt, gibt doch kein neues COD. Ich hab den Zug kaputt gemacht, das gibt doch kein COD. Alter Falter, ey. Oh mein Gott. Alter. Wird gestunt. Digga, ohne Witz, ne? Also, wenn die CODs halb so gut machen würden wie ein Trailer. Mein Soldat hat die Waffen fallen lassen. Was für Deserteur, Alter. Stell mal vor, das wäre so eine Sweet. Die Welt steht in Flammen. Doch manchmal kann man Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Nordafrika, Digga. Die habe ich gesehen. Hat der gerade ein Hakenkreuz gehabt, Leute? Okay, Männer, herhört. Hab ich das gesehen? Ich hab euch hierfür ausgebildet. Ich glaube, hier drehen wir uns immer das Eiserne Kreuz. Oder das nicht verwenden dürfen. Das dürfen wir, ja. Deswegen meinte ich auch eben auf den Zug, wo war das Kreuz. Was hab ich euch gesagt, Digga? Was hab ich euch gesagt? Ihr nehmt die scheiß Secondary im Flugzeug. Keiner wollte mir glauben.
Tigerpanzer. Alter. Was wir auch tun. Wir tun es zusammen. Alter. Oh, die Transition war clean, Alter. Die war clean.